Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. In diesem Video zeige ich euch mit 7 einfachen Tipps, wie man mehr Traffic für die eigene Webseite generieren kann. Wenn euch die Tipps gefallen sollten, dann bitte einfach mal ein Like geben. Ich werde mich auch sehr, sehr freuen. Los geht's! Nun, wie können wir den hochwertigen Traffic auf die eigene Webseite lenken? Das ist eine gute Frage. Zuallererst müssen wir uns mehr oder weniger erkunden, wer eigentlich sonst noch auf dem Markt ist. Wer sind unsere direkten oder die indirekten Konkurrenten? Diese zu identifizieren ist zuallererst gar nicht mal so einfach, doch mit Hilfe des Tools wird die Aufgabe eigentlich zu einem Kinderspiel. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Tipp Nummer 1: Identifiziere deine Konkurrenten. Oder schau einfach mal, wer sonst noch bei dir auf dem Markt ist. Dazu gehen wir in den Market Explorer, wie hier zu sehen, geben die Domain ein. Es kann entweder deine Domain sein oder die Domain deines Konkurrenten, deines Hauptkonkurrenten, und dann am besten auch noch Deutschland auswählen. Die MDE Deutschland Research and Market, hier draufklicken und ein bisschen abwarten, bis die Daten geladen werden. Sobald die Daten da sind, sehen wir den Markt, wie er eigentlich aussieht. Und zwar das Ganze basiert auf unseren Clickstream-Daten. Vor allem sehen wir die Game Changer, also die Domains, die einen sehr, sehr hohen Traffic-Zuwachs zeigen, eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Wir sehen auch die MDE, die Domain, die wir ausgewählt haben, die befindet sich unter den Leadern. Wir können das nach den Regionen sortieren. Und wenn wir nach unten gehen, sehen wir auch den Markttrend und Domain-Trend. Und wenn wir andere Domains hier auswählen, sehen wir hier rechts, wie sich die Daten verändern, wie auch diese Domain auch zum Markt aussieht. Wir sehen das alles live, wie sich das Ganze verändert. Wir sehen auch, was innerhalb von 6 Monaten, wo die Domain am meisten gewachsen ist. Wir können auch weitere Insights uns rausholen. Aber die Frage, die wir uns hier stellen müssen: Wie haben denn diese Game Changer und Leaders das gemacht? Wie haben sie den Traffic gewonnen? Wäre es nicht spannend zu wissen, wie sie das gemacht haben? Ja, es ist wirklich eine gute Frage. Wie machen die Konkurrenten das? Welche Strategien setzen sie ein? Wie sehen ihre Taktiken aus? Nun, mit SEMrush können sie das sehen, tatsächlich. Und zwar, sie müssen nur die einzelnen Traffic-Quellen analysieren. Wie das geht, zeige ich im Tipp Nummer 2. Nun wollen wir herausfinden, welche Strategien die Konkurrenten verfolgen, um den Traffic zu generieren. Dazu gehen wir in SEMrush Traffic Analytics, geben hier bis zu 5 Domains ein. Ihre eigene Domain können Sie ja oder haben Sie ja die Daten aus Google Analytics, da können Sie ja diese sehen. Und hier können Sie Ihre Daten mit den Daten der Konkurrenten eigentlich vergleichen. Wir sehen unter anderem, wenn wir nach unten scrollen, sehen wir die Traffic-Quellen, woher der Traffic kommt, und können eigentlich somit schon mal sagen, okay, welche Strategien verfolgen eigentlich mal die Konkurrenten? Wo kommt der meiste Traffic auf die Seiten von Konkurrenten? Und wir sehen bei Punkt Nummer 1, der Direct Traffic, eigentlich den höchsten Platz einnimmt. Bei DM ist es sehr, sehr hoch, aber auch Search Traffic ist auch sehr, sehr hoch. Und zwar, da steht bei DM auf Platz 2, dann kommt Rossmann und dann kommen Douglas, Shop, Apotheke und Galerie. Auch Pay-Traffic kommt ja auch nicht zu kurz. Bei Douglas 1,2 Millionen und das ist schon mal eine ganze Menge. Wir können so zumindest mal sehen, wer in welchen Channel am meisten investiert und mit welchem Channel er auch am meisten Traffic generiert. Das hilft uns auf jeden Fall weiter, uns auf die richtigen Channels zu konzentrieren und die schwächsten und stärksten Bereiche der Marketingstrategie der Konkurrenten herauszufinden. Und schon sind wir beim Tipp Nummer 2: Mehr Besucher über den direkten Traffic bekommen. Solltet ihr feststellen, zum Beispiel wenn ihr die Traffic-Analyse macht, dass der Konkurrent oder die Konkurrenten eine ganze Menge an direkten Traffic haben, so könnt ihr ja schon fast davon ausgehen, dass die auch eine ganze Menge in Brandaufbau oder auch in die Werbung investieren, um die Bekanntheit der Marke zu steigern und somit auch mehr Traffic zu generieren. Mit relativ einfachen Tipps könnt ihr das auch machen. Ja, ihr müsst auch in die
eigene Marke investieren mit PR-Kampagnen, mit Produktvorstellungen, um einfach mal vielleicht ein paar Hype-Themen anzusprechen oder auch in die Offline-Werbung, in die ganz einfachen Banner, die immer noch funktionieren oder auch in die UX der Seite. Keiner hat gesagt, dass wenn sich der Besucher nicht wohlfühlt, dass er auf der Webseite bleibt. Und unser Ziel ist ja auch, dass er auf der Webseite nicht nur bleibt, sondern auch zurückkehrt. Und auch ein weiterer wesentlicher Punkt ist es ja auch, einfache und einprägsame URLs zu erstellen. Das heißt, die URL sollte etwa so klingen, www.semrush.com/produkt/von-mir-aus-Traffic-Analyse. Das ist einprägsam, das ist kurz und das ist leicht zu merken. Ja, und wenn wir dann auch dabei sind und ich euch im Tipp zeige, wie man das mit der Analyse macht, dann möchte ich auch ein paar Punkte ansprechen. Und zwar, wie könnt ihr die Bekanntheit der Marke messen? Es gibt relativ viele Metriken, ein paar bekannte möchte ich auf jeden Fall zeigen, denn das wäre auch sehr, sehr wichtig. Und zwar Punkt Nummer 1, den ich schon mal genannt habe, direkter Traffic. Den könnt ihr ja sehen. Punkt Nummer 2 sind die Brand Keywords. Punkt Nummer 3 sind die Mentions, ja, also die Erwähnungen, das könnt ihr auch mal sehen. Dann kommt Social Listening, also wie oft wird über die Marke in den sozialen Netzwerken gesprochen. Und ja, Daten des Suchvolumens für die eigenen Brand Keywords. Das ist auch ein einfacher Punkt. Und jetzt, los geht's zum Tool. Wo wir schon dabei sind, wie wir die Bekanntheit der Marke steigern können, ist es auch sicherlich hilfreich zu wissen, wie bekannt eigentlich unsere Konkurrenten sind. Nun, mit Semrush haben Sie mehrere Möglichkeiten, die Bekanntheit zu vergleichen und auch zu messen. Zuallererst gehen wir in Market Explorer und können hier, nicht vergessen, wenn wir die Domain eingegeben haben, unsere oder die des Konkurrenten, können wir hier in Share of Visits, können wir ja auf die Trafficquelle umschalten und hier eigentlich sehen, wie hoch ist der prozentuale Anteil an dem gesamten Marktanteil, an dem direkten Traffic pro Domain, die wir hier sehen. Und da können Sie es sehr, sehr schön vergleichen. Oder Sie gehen in Traffic Analytics, geben hier bis zu 5 Domains ein und vergleichen hier bei dem direkten Traffic, den ich schon mal gezeigt habe. So können Sie es auch mal sehen. Oder wenn Sie nicht auf Clickstream-Daten vertrauen möchten, beziehungsweise nicht nur Clickstream-Daten verwenden möchten, können Sie hier in der organischen Recherche, in SEO organische Recherche in Semrush, die Domain eingeben und werden hier auch eventuell auch den Markentraffic sehen. Nicht vergessen aber, hier auf Deutschland umzustellen. Wir gehen hier nochmal kurz drauf. Das ist nochmal ganz wichtig. Region richtig auszuwählen. Wir sehen hier Anzahl an Keywords, die wir in der Datenbank haben, für die wir jetzt auch die Domain sehen. Und wir sehen auch den möglichen Traffic-Anteil bzw. den Marken-Traffic, den es eigentlich gibt. Und der Gesamttraffic von 4,4 Millionen, ganz wichtig prognostiziert, Marken-Traffic 3,8, das sind schon wirklich staatliche, ist wirklich eine ganze, ganze Menge. Nicht vergessen, vergleichen Sie das Ganze mit den Daten aus Clickstream, machen Sie sozusagen den Double-Check. Weitere Möglichkeiten, das Ganze zu messen, ist Suchvolumen zu verwenden. Und Suchvolumen von Rossmann ist ja wirklich unglaublich hoch. Sie können, wenn Sie dann hier in Positionen gehen, können Sie ja nach Rossmann filtern, dass nur die Rossmann-Keywords angezeigt werden und Suchvolumen dazu zählen. Und Sie werden ja auch den ungefähr auch das, die Markenbekanntheit messen können. Das Ganze können Sie eigentlich für alle Domains durchführen. Weitere Möglichkeiten, das Ganze zu machen, die jetzt weniger etwas mit Zahlen haben, mehr mit den Leuten selbst, die die Marke erwähnen, das ist unter anderem Social Media Tracker. Ich habe hier einfach mal als Beispiel Semrush genommen. Wir sehen hier zum Beispiel, ist Semrush die ausgewählt. Wir sehen, wie viele Follower es gibt, wie viele Twitter es gibt. Wir können das auch für den Konkurrenten hier auch machen. Oder zweite Möglichkeit, auch Brand Monitoring. Das habe ich auch hier schon vorsorglich gemacht.
Wir können hier auch eine Anzahl an oder eine Statistik hier aufrufen und wir können hier auch mal sehen, wie viele Erwähnungen es hier insgesamt gibt, und zwar Backlinks-Erwähnungen, das ist hier beides möglich, und bei den Erwähnungen können wir mal sehen, von wo diese Erwähnungen dementsprechend kommen und was es für Erwähnungen sind. Nun sind wir schon beim Tipp Nummer 4 und hier geht es darum, mehr Verweistraffic zu generieren. Und da stellt sich die Frage, was oder welche Seiten sind es, die so viel Traffic abgeben? Was können wir tun, um dort zum Beispiel auch mal aktiv zu werden? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Wir können zum Beispiel auch die gemeinsame Zielgruppe, also die Zielgruppe von uns und die von dem Konkurrenten analysieren, diese Webseiten oder die Webmaster ansprechen, dort Werbung platzieren oder auch dort irgendwelche gesponserte Posts platzieren, um dementsprechend auch den relevanten Traffic, den relevanten Verweistraffic zu generieren. Oder wir können auch bei Koora oder GuteFrage.net aktiv werden, denn ja auch bei relativ vielen Suchergebnissen bei Google erscheinen diese Seiten für bestimmte Themen, die auch für uns relevant sein können. Was ihr noch machen könnt, ihr könnt ja die Themen mit selber recherchieren. Dabei geht ihr in die organische Recherche und gebt einfach mal ein Keyword ein und ihr seht ja schon eine ganze Menge an Keywords. Das könnt ihr übrigens mal filtern. Oder in Topic Research, da bekommt ihr auch eine ganze Menge an Unterthemen. Und alles, was ihr hier gesammelt habt an Ideen, ja, das könnt ihr sortieren. Und bei Reddit oder in den Foren oder in den Frage-Antwort-Parteien, ihr könnt für diese recherchierten Themen auch Diskussionen starten. Wichtig dabei ist es, dass diese Diskussionen auch menschlich wirken, dass es auf jeden Fall kein Spam ist, ja, und dass die Inhalte, die ihr dafür vorbereitet habt, bei euch auf der Webseite, dass sie absolut einzigartig sind, dass sie auch interessant sind und dass sie auch hilfreich sind. Mit der Zeit werden die Leute eure Links lieben, euch auch vertrauen und somit werdet ihr auch eine ganze Menge an Traffic generieren können. Schauen wir doch mal uns kurz an, wie wir das auch im Tool machen können. Tipp Nummer 4, den Verweistraffic steigern. Der Verweistraffic, wie der Name schon sagt, kommt von den Seiten, die auf uns verweisen. Wir können uns gerne mal die Konkurrenten zur Hand nehmen und einfach mal anschauen, woher sie eigentlich den meisten Traffic kommen. Doch bevor wir uns zur Konkurrenzanalyse widmen, sollen wir auch wissen, was sind es für Seiten, die auch so viel Verweistraffic haben. Glücklicherweise haben wir den Market Explorer und Market Explorer haben ja schon einige Domains zur Auswahl bekommen, die auch auf dem Markt aktiv sind. Und ich habe gesehen, dass hier GoFeminine.de auch eine ganze Menge an Verweistraffic generiert. Hier mit 1,5 Millionen und der Markt hat ja 4,7 Millionen, hat GoFeminine.de schon mal eine ganze Menge. Hier sehen wir es nochmals im Mix, im Traffic Mix, sind es fast 13%. Dazu gehen wir in Traffic Analytics, wir geben GoFeminine.de ein, scrollen ein bisschen nach unten, doch bevor wir das machen, hier auf Traffic Journey, nach unten scrollen, verweisende Seiten anschauen und hier sehen wir Platz Nummer 2, Trennungsschmerzen.de, Outbrain.com, einfach mal die Seiten hier aufrufen, um zu sehen, was für Seiten sind. Ich habe schon zwei aufgerufen, unter anderem Liebeskummer-Forum, das ist wirklich mal ein Forum, da können wir schon eine ganze Menge machen. Wir können hier zum Beispiel auch an verschiedenen Diskussionen teilnehmen. Oder Nation.de ist ein Sternzeichen-Forum, so wie es aussieht. Da können wir schon einiges machen. Das heißt, die Quellen haben wir ja. Jetzt kommt es darauf an, hier einfach mal aktiv zu werden. Nun sind wir schon beim Tipp Nummer 5. Solltest du festgestellt haben, dass deine Konkurrenten eine ganze Menge an dem Suchtraffic oder an dem organischen Traffic aus den Suchmaschinen haben, dann ist es an der Zeit zu handeln. Ich habe hier unter das Video eine ganze Menge an wirklich interessanten Artikeln platziert, zum Beispiel zu der Keyword-Recherche, zu der Themenrecherche, zu dem Thema Suchintention, also wirklich eine ganze Menge an dem Lesestoff platziert, welche dir dabei helfen sollte, erfolgreicher als deine Konkurrenten zu werden. Denn es gibt ja eine ganze Menge an Sachen, die du beachten musst, die ich jetzt in diesem kleinen Video gar nicht erst so umfangreich besprechen kann. Zum Beispiel Voice Search, On-Page-Optimierung, Mobile SEO,
Local SEO, übrigens bei Local SEO, da haben wir eine ganze Menge zu bieten mit dem Listing Management, mit Citation Building. Wenn du jetzt von Citation Building nichts gehört habe, dann wird es an der Zeit, dass du es auf jeden Fall mal mit in dein Programm aufnimmst. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge aus dem SEO, was du beachten musst und was du dir selbst beibringen kannst. Einfach hier unter das Video schauen, die Artikel aufrufen, die sind ineinander verlinkt und dir eine ganze Menge an Wissen abstauben. Und wir kommen gleich zum nächsten Tipp. So, nun sind wir endlich beim Tipp Nummer 6, mehr Traffic aus den sozialen Netzwerken zu generieren. Ich habe ja schon in den vorherigen Beispielen gezeigt, dass man auch eine ganze Menge an Daten aus Traffic Analytics und Market Explorer sich holen kann. Man kann ja auch den Traffic aus den sozialen Netzwerken sehen. Doch hier geht es in erster Linie darum, ob wir auch die Strategien der Konkurrenten verstehen können. Wie machen sie das? Dabei dürfen wir uns auf die Anzahl der Follower oder auf die Anzahl der Likes von den Konkurrenten gar nicht erst verlassen, denn wie viele Beispiele zeigen, gibt es ja nicht unbedingt eine direkte Korrelation zwischen der Anzahl der Follower und der Likes und dem Traffic, den die Konkurrenten analysieren können. Außerdem wäre es doch nicht wichtig zu wissen, welcher Traffic wie viele Conversions bringt. Wir können das bei uns schön machen. Wir haben ja Google Analytics, zumindest mal für unsere Seite. Doch bei den Mitbewerbern sehen wir das nicht. Ja, teilweise nicht. Doch mit Hilfe unserer Tools können Sie zumindest mal ein paar Rückschlüsse ziehen und auch ein paar Ideen generieren. Zu den Ideen, die ich aufzählen könnte, das wären zum Beispiel irgendwelche Wettbewerbe zu veranstalten, irgendwelche Events wie Webinare oder auch Interviews mit bekannten Persönlichkeiten zu veranstalten. Was wäre noch? White Papers, wenn sie interessant sind und das ein einzigartiger Content ist, wäre das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, den Traffic zu generieren. Was gibt es noch? Es gibt übrigens ja noch Studien, die man veröffentlichen kann. Das machen wir bei SEMrush auch. Dann gibt es noch Berichte. Dann gibt es noch Statistiken. Und Statistiken werden statistisch gesehen in Deutschland auch gerne verlinkt und auch gerne aufgesucht. Außerdem könnt ihr auch verschiedene Teaser, kleine Videos erstellen und diese zu den vollständigen Inhalten verlinken. Also wirklich eine ganze Menge an Sachen, die man in Social Media machen kann und machen sollte. Und nicht vergessen, bitte auch die Postings nicht zu kurz gestalten und eventuell auch die Kernelemente auch bereits in dem Post veröffentlichen, damit die Leute auch Interesse haben, auch den vollständigen Inhalt zu lesen. Und bitte Call to Action nicht vergessen. Das wäre auch noch wichtig und den Link sowieso. Nun zeige ich noch ein paar Sachen aus unserem Tool, wie man das auch im Tool machen kann und welche Insights da man noch rausholen kann. Tipp Nummer 6, Traffic aus den sozialen Netzwerken generieren. Wie gesagt, bei SEMrush hast du mehrere Möglichkeiten herauszufinden, wie es die Konkurrenten gemacht haben oder wie sie es machen. Und zwar, wir gehen diesmal in Market Explorer oder wieder in Market Explorer und schalten diesmal auf Benchmarking. Hier findest du den Reiter. Dann scrollst du ein bisschen nach unten und schon siehst du, wie es bei den Konkurrenten aussieht. Du siehst auch den Marktdurchschnitt. Du siehst zum Beispiel, dass Rewe eine ganze Menge an Traffic aus Reddit bekommt. Du siehst auch, dass Douglas zum Beispiel eine ganze Menge aus YouTube bekommt. GoFeminine.de setzt dabei zum Beispiel auf Pinterest etc. pp. Nur der Unterschied zwischen Market Explorer und Traffic Analytics ist folgender. Bei Market Explorer bekommst du ja den Markt mehr oder weniger vorgegeben, beziehungsweise du kannst es hier Create Custom Markt machen und dann bekommst du diese schöne Aussicht. Aber wenn du noch weiter tiefer einsteigen möchtest, gehst du in die Traffic Analytics, hier auf Traffic Journey, hier 5 Seiten eingeben und noch weiter nach unten scrollen und hier bitte auf soziales Netzwerk klicken. Und schon siehst du, woher eigentlich der meiste Traffic dabei kommt auf diese gesamten Seiten. Zum Beispiel Rossmann bekommt eine ganze Menge mehr, auch von Facebook, auch von YouTube, auch hat er auch eine ganze Menge mehr aus von Reddit und so weiter und so fort. Was für uns natürlich mal sehr, sehr interessant ist, weil sie in die populärsten Netzwerke, wo wir auf jeden Fall dabei sein können, das ist zum Beispiel Facebook, YouTube, Instagram, das sind zumindest mal die Top 3. Herzlich willkommen zum Tipp Nummer 7, zum letzten Tipp.
Hier geht es darum, wie wir mehr Traffic aus der bezahlten Werbung rausholen können. Und zwar den Traffic, der auch am besten konvertieren sollte. Klar, die Budgets sind entscheidend. Das ist klar. Wenn man viel Geld hat, kann man auch viel Geld investieren. Wir wollen vor allem die Seiten finden, wo auch die Konkurrenten aktiv sind, wo sie auch ihre Werbung platzieren, von welchen Seiten sie auch den bezahlten Traffic bekommen. Und wir wollen auf diesen Seiten auch aktiv werden. Denn wenn die Konkurrenz dort aktiv ist, dann müssen wir auch handeln und wir können auch diese Seiten für uns beanspruchen oder zumindest mal doch mit unseren Konkurrenten doch auch Werbung schalten. Das geht auch mit Hilfe des Tools. Wir können ja diese Seiten feststellen. Wir können es zum Beispiel mit der Zielgruppenanalyse feststellen. Dabei machen wir Folgendes. Wir schauen, wie ich schon mal erwähnt habe, die Überschneidungen bei unseren Zielgruppen. Wir schauen auch, welche Seiten diese überschneidete Zielgruppe aufsucht und wir können dort auch die Werbung platzieren. Oder wir gehen einfach in den PPC-Bereich von SEMrush, rufen den Google Display Tool auf und geben die Seite des Konkurrenten ein und schauen uns mal die Quellen an. Doch wie das jetzt im Tool geht, zeige ich euch jetzt gleich. Tipp Nummer 7, mehr aus dem bezahlten Traffic rausholen. Hier gibt es mehrere Strategien, die man verfolgen kann. Wir befinden uns wieder in Traffic Analytics und schauen uns diesmal an, wie es mit den verweisenden Seiten aussieht, also mit dem Traffic von den verweisenden Seiten, wie viel Traffic da kommt, was es für Seiten sind. Wir sehen hier schon eine ganze Menge an Seiten. Ein paar können wir gleich vergessen. PayPal ist interessant, Amazon ist auch interessant für uns momentan. Ja. DHL, das ist einfach nur ein Versand, ist auch interessant, aber alle anderen Seiten können mal sehr, sehr interessant werden. Diese Seiten können zumindest mal einen Hinweis für uns sein, dass wir sie als mögliche Advertiser in Betracht ziehen können, wenn wir zum Beispiel Google Display Netzwerk benutzen oder eine andere Möglichkeit haben, beziehungsweise wenn wir Kontakt zum Webmaster haben, können wir den ansprechen, auch unsere Werbung dort zu platzieren. Eine weitere interessante Möglichkeit gibt es, wenn wir in die Zielgruppeneinblicke schauen. Hier sehen wir zunächst mal, wie sich alle diese Seiten überschneiden. In dem Fall ist es hier DM, wir sehen es hier, die überschneiden sich mit fast jeder Seite sehr, sehr stark. Aber noch interessanter wird es hier, und zwar die Zielgruppeneinblicke. Wir sehen zum Beispiel, dass von allen diesen drei Seiten die Menschen, die Besucher, auch diese Seiten besucht haben. Chefkoch.de scheint zumindest mal für uns alle sehr, sehr relevant zu sein. Da macht es auf jeden Fall Sinn, Werbung zu platzieren. Und eventuell wird das auch sehr, sehr gut funktionieren. Wir schauen ein bisschen weiter. NetDoktor.de. Spiegel.de ist wahrscheinlich eher für bei allen auch mal der Fall oder die Möglichkeit, etwas zu bewerben. Dann wie Immobilien-Scout.de, NDR.de, also wir sehen schon eine ganze Menge an Seiten, die die Leute aufgesucht haben, die auch alle diese drei Seiten aufgesucht haben. Wir können das Ganze auch nur auf eine Seite bestimmen, zum Beispiel auf einen unserer Hauptkonkurrenten und sehen noch ein bisschen, dass sich das sozusagen auf diese Zahlen hier auswirkt und somit auch Konkurrent für Konkurrenten durchgehen. Und so auch eigentlich unsere eigenen Placements im Google Display Netzwerk noch konkretisieren, noch weitere Ideen einführen und noch mehr aus dem bezahlten Traffic. So, das war's für heute. Das waren die 7 einfachen Tipps. Sorry für das ein bisschen langes Video. Ich habe versucht, das in 10 Minuten zu machen. Das hat wie immer nicht geklappt, aber ich werde mich beim nächsten Mal auf jeden Fall bemühen. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Tipps gefallen hat, bitte gebt mir doch ein Like und am besten abonniert ihr auch mal den Channel und schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr auch über die neuen Videos benachrichtigt werden könnt. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.